Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Oben an der Erdoberfläche ändert sich die Temperatur ständig mit den Jahreszeiten. Im Sommer ist es warm, im Winter ist es kalt. Aber wie dieses Diagramm hier zeigt, ändert sich das schon in wenigen Metern Tiefe. Schon in 1 oder 2 Metern Tiefe ist die Temperatur in der Erde eigentlich das ganze Jahr konstant bei ungefähr 10, 11, 12 Grad so ungefähr. Das ist nicht viel, aber auch so eine geringe Temperatur kann man dazu nutzen, um zum Beispiel Häuser zu beheizen. Und wie das geht, wollen wir heute mal sehen. Zunächst mal braucht man dafür ein paar Bohrungen. Das sehen wir hier auf diesen Bildern. Und in diese Bohrungen werden Geothermiesonden eingebaut. Das sind im Prinzip 2 Röhren, die unten am unteren Ende U-förmig miteinander verbunden werden. Und durch dieses System wird eine Salzlösung gepumpt. Diese Salzlösung kommt dann also mit ungefähr 10, 11 Grad Temperatur ins Haus, in die sogenannte Wärmepumpe. Und in dieser Wärmepumpe befindet sich ein Wärmetauscher, in dem diese 10 Grad warme Sohle mit einer Flüssigkeit zusammengebracht wird, die bei dieser Temperatur wild anfängt zu sieden, zu kochen. Und das kann zum Beispiel Propan sein. Und dieses Propan wird also in dem Wärmetauscher verdampft und kommt dann gasförmig aus diesem Wärmetauscher raus. Allerdings hat das Propan dann immer noch eine Temperatur von nur ungefähr 10 Grad. Das reicht nicht zum Heizen aus. Und deswegen durchläuft das gasförmige Propan als nächstes einen Kompressor, einen Verdichter, der sich in der Wärmepumpe befindet. Wir alle wissen, wenn man einen Fahrradreifen mit einer Luftpumpe aufpumpt, dann wird die Luftpumpe warm. Wir haben das hier in unserem Experiment nochmal genau nachgestellt mit einem Thermometer, was an die Luftpumpe angebracht worden ist. Ja, und in diesem Verdichter wird das Gas auf eine Temperatur von vielleicht 40 oder 50 Grad erhitzt. Und dieses heiße Gas gelangt dann als nächstes wieder in einen Wärmetauscher, wo das Gas wieder flüssig wird und seine ganze Wärme abgibt, und zwar an einen Wasserkreislauf, mit dem die Heizkörper des Hauses beschickt werden. Ja, und das flüssige Propan hat jetzt noch einen hohen Druck und deswegen muss es noch durch eine Drossel, durch ein Ventil geschickt werden, wo es wieder in den Niederdruckbereich gelangt, und so kann das Propan den nächsten Kreislauf durchlaufen. So eine Wärmepumpe sieht im Prinzip aus wie ein großer Kühlschrank, so ungefähr mannshoch, der bei mir zu Hause auch zum Beispiel im Keller steht. Und natürlich muss der elektrisch betrieben werden, weil der Kompressor ja Energie braucht. Aber eine Wärmepumpe liefert an das Heizsystem im Haus ein Vielfaches der Wärmeenergie, die vorher als Strom in den Kompressor reingeleitet wird. Und deswegen ist eine Erdwärmeheizung für so Häuslebauer eine durchaus umweltfreundliche Möglichkeit, das Haus angenehm zu beheizen. Wer genaue Details dazu wissen will und wissen will, wie man die sogenannte Arbeitszahl einer Wärmepumpe bestimmt, der kommt zu uns in die Vorlesung Geothermische Energiegewinnung nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!